Hallo und herzlich willkommen bei Planeo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Dominik und wir sind mittlerweile hier im Treppenhaus angekommen. Wir haben jetzt ja schon mehrere Projekte gehabt im oberen Bereich, Schlafzimmer, Gästezimmer, super Sachen gemacht. Also bleibt da auf jeden Fall dran, schaltet ein, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, die Videos. Guckt sie euch gerne an, sehr informativ. Jetzt sind wir allerdings hier im Treppenhaus. Was machen wir denn Schönes? Die Treppe kommt raus, wir werden die Wände hier nochmal auf Glätte machen, aber Schwerpunkt ist jetzt erstmal Boden. Wir haben hier ein Klickvinyl verlegt, vor mehreren Jahren, bestimmt schon 10 Jahre locker, liegt der drin, mit Unterlage, alles fachmännisch gemacht. Jetzt kommt das Aber, das zeigen wir nachher nochmal auf dem Video. Wir haben hier unterschiedliche Höhen von den Fliesen gehabt. Also sprich, nicht das Fugenbild war hier das Problem, sondern wirklich, dass wir so Ornamente im Boden drin hatten, die standen etwas höher. Und die haben sich jetzt über den Verlauf der Jahre wirklich nochmal an den Boden markiert. Also der hat sich quasi an dem Untergrund angeschmiegt. Und man sieht es, also das zeigen wir euch nachher nochmal. Warum? Kein Kompromiss. Der Boden muss raus, die Fliesen müssen raus. Und dann werden wir hier nochmal so richtig Vollgas geben, spachteln, neuen Aufbau machen. Also bleibt auf jeden Fall dran, wird hochinteressant. Mittlerweile sind wir hier unten im Flur angekommen. Hier legen wir einen schönen Designboden rein, im Klickverfahren. Haben den Estrich hier gefräst und der ist noch so gut intakt, dass wir gesagt haben, wir spachteln hier partiell ein paar Löcher nach, aber den können wir so da drauf legen. BE-Folie, Unterlage, Designboden. Der Designboden, das ist so richtig High-End-Qualität. Das ist HDF-Träger. Der ist mit einem Steinmehl verpresst, also eine richtig heftige Oberfläche, sehr robust. Ich sage immer schon, der ist schon ganz nah dran an der Fliese. Also das ist wirklich High-End-Produkt. Also das wollten wir euch einfach mal zeigen. Wie gesagt, hier haben wir einen 1/3-Estrich drin, darum auch die PE-Folie. Der 1/3-Estrich hat die Eigenschaft, der kann sich auch mal so außer Luft so ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen. Und die natürlich, das ist natürlich bei, hier ist Holz mit vermischt. Wollen wir nicht. Deswegen sperren wir den einmal mit der PE-Folie ab, dass die Feuchtigkeit auf keinen Fall irgendwie in den Boden dringen kann. Ist natürlich echt ein richtig cooles Produkt, kann ich nur sagen. Wir freuen uns schon richtig darauf, das zu verlegen. Oh, wen haben wir denn da im Hintergrund? Den Georg, der ist am Küche streichen. Also wir hören einfach nicht auf mit unseren Projekten. Ihr könnt ständig dranbleiben. Also wir hauen jede Woche ein paar Videos raus. Es wird nicht uninteressant. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal gleich einfach los. Lasst doch ruhig beim Zuschneiden. Ich sage mal so, ich habe jetzt ein bisschen mehr gelassen, aber immer so einen Zentimeter ruhig an der Wand auch hoch, damit nachher auch die Fußleiste geschützt ist. Da kommt ja meistens so eine Fußleiste drum, die wird diesmal aus MDF foliert. Darum auf jeden Fall auch, also nicht direkt durch die Ecke schneiden, sondern ruhig mal ein bisschen hochlappen lassen. Auch wichtig. Musik.
So, Folie liegt. Nächster Step, Planeo Silence, super Trittschallunterlage. Beste Werte, informiert euch nochmal in unserem Shop. Super Unterlage für jegliche Parkett, Laminat, Klickdesign. Die könnt ihr wirklich überall drunter pfeffern. Geiles Produkt. Die legen wir jetzt hier auch noch aus. Und ja, weiter geht's. Trittschalldämmung legt. Jetzt geht es weiter mit dem Designboden vom Planeo, mit dem guten, den wir ja schon hatten, diesen High-End-Qualität mit Steinmehl gepresster Oberfläche. Das hatten wir ja alles schon in der Küche gezeigt. Jetzt gehen wir einfach einen Step weiter, legen im Drittelverbund, ein Drittel, zwei Drittel. Das wird natürlich jetzt auch wieder ein ganz bisschen tricky. Wir müssen zusehen, dass wir die Linien von dem Fliesen auch wieder in einer Flucht wieder weiter durchlegen. Und ja. Material, Werkzeug haben wir alles da, akklimatisiert, Abstandshalter, Bleistift, draußen steht unsere Säge und wir können quasi direkt loslegen. Bleibt dran. Entscheidend ist auch, dass ihr hier überall einen Randabstand lasst von guten Zentimeter. Ja, das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja, wie ihr sehen könnt, das ist immer das Beste, was man machen kann. Es ist immer blöd, wenn ihr den, was auch immer für einen schwimmverlegten Boden direkt an der Tür zuschneidet und das nachher mit Silikon ausfugt. Das ist nicht so schön. Also bitte einmal immer vorher eine Platte nehmen, davor schieben und dann lieber die Tür kürzen. Das ist auf jeden Fall, dass man den Boden da drunter schieben kann, unter die Zarge. Das ist immer ein schönerer Abschluss, als wenn nachher hier so ein 3 mm Luft zu lassen und das mit Silikon auszufugen. Das sieht nicht aus. Und weil wir hier auch den kompletten, also von der Küche übergehen in den Flur, das ist schon recht lang, machen wir hier auch nochmal eine Silikonfuge. Also hier werden wir den Boden nicht miteinander verklicken in der Türnische. Auch immer ganz wichtig, auch drauf achten. Den Fugen übernehmen, auch ein heikles Thema.
Wir sind nun wieder soweit, wir sind am Ende angekommen. Der schönste Part im Leben des Handwerkers, wie ich immer so schön sage. Der Boden liegt, wie gesagt, Fliesen raus, einmal geschliffen in Estrich, Unterlage drunter. Und ich kann es immer noch, wenn ich ihn jetzt noch mal so in der Fläche sehe, den Boden, ich kann es nicht oft genug sagen, den haben wir in der Küche auch liegen, in dem Video von unserer Küche. Da habe ich den ja auch schon so angepriesen. Also ich finde den richtig schick. Lasst euch da bloß mal ein Muster von zukommen. Wie gesagt, wir haben hier so einen Mischmasch aus Betonoptik, von der Farbe und trotzdem eine Holzmaserung drin. Also wir haben alles. Ist wirklich richtig schnuckelig wieder geworden hier. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Dann dürft ihr das natürlich auch gerne liken und drückt auch immer die Klingel und guckt ruhig mal hier auf unserer Infobox. Guckt da ruhig mal nach, da findet ihr nochmal so alle möglichen technischen Merkblätter und Infos zu dem Material und ihr werdet damit verlinkt und ach, einfach herrlich. Und wie gesagt, ihr könnt uns auch gerne mailen oder schreibt uns Kommentare oder was auch immer. Wir sind für euch da. Also wir haben ein super kompetentes Team bei Planeo. Ja, also immer dranbleiben, ganz wichtig. Wir haben hier noch ganz viele Projekte vor uns und wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!